Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute ein klein bisschen was über ein Item-Build von Zillion erzählen, den praktisch ein koreanischer Supporter, und zwar Max von MVP, auf die Beine gestellt hat. Doch als ich den dann gestern im Stream benutzt habe, diesen Item-Build, kamen ein paar Zweifel und darauf möchte ich heute mit euch eingehen. Viel Spaß dabei. Yeah. Bevor wir allerdings tatsächlich auf den Item-Build eingehen, möchte ich ein klein paar Worte zu Zillion verlieren. Denn warum sollte denn Zillion aktuell ein guter Pick sein? Ich meine, im Prinzip ist er so ein bisschen so ein Meh-Supporter. Man muss die Doppelbomben treffen, damit man einen guten Stun hat. Man kann Leute speeden oder aber auch Gegner verlangsamen. Und vor allem aber die Ultimate hat man immer griffbereit, um jemanden aus dem Schlamassel zu ziehen. Klar, diese Sachen sind gegeben. Doch im Prinzip, warum jetzt gerade jetzt Zillion? Warum jetzt? Und die Antwort ist relativ einfach. Die ganzen Assassins aus der Mitte und aus dem Jungle heraus wurden gebufft. Das heißt, so ein Set hat jetzt über mehrere Wochen und Patches immer wieder Buffs erfahren. Rengar ist super stark aktuell und auch in Kha'Zix möchte man eigentlich nicht gerade im Jungle antreffen, außer man hat ihn im eigenen Team. So, und daher kommt es eben auch, dass man sagt, Zillion mit seiner Ultimate ist perfekt für diese Situationen. Denn auch ich habe Probleme mit einer Janna, selbst wenn ich mich perfekt darauf konzentriere, einen Nocturne bei den Gegnern, der meine Caitlyn anspringt, zu peelen. Das klappt einfach nicht. Denn dieser One-Shot-Effekt, der ist natürlich vorhanden. Und Zillion mit seiner Ultimate kann das ein klein bisschen retten. Das war eben auch der Grund, warum ich eben Zillion ein klein bisschen mehr spielen möchte. Vor allem auch im Team-Rank kann es da ganz gut zu ein paar Situationen führen, wo man ihn perfekt nutzen kann. Dann habe ich mir angeschaut, was machen denn die Pros, und dann ist mir aufgefallen, ja gut, so jemand wie Kha'Zix oder Promise, die spielen eigentlich so einen Zillion relativ üblicherweise auf Spell-Thief-Start into, naja, wenn es sein muss, auf ein Ardent Sensor, auf ein Redemption, vielleicht ein Mikaels, je nachdem, was das Gegner Team hat. Öfter mal auch ein Shirelia's Reverie, das heißt, wir haben unser Speed-Up-Effekt hier mit drinnen. Das ist ganz gut, ja, das ist alles relativ supportmäßig. Doch dann habe ich gesehen, dass Max mit einer ziemlich krassen Winrate auf AP-Support Zillion spielt, und warum ist das jetzt gut oder schlecht? Dabei werfen wir einen genaueren Blick auf praktisch das Setup, und ich muss sagen, eigentlich ist es bei ihm komplett egal, in welchem Team er ist. Ob er jetzt mit einem normalen Carry wie einer MF zusammen ist und gegen eine Ezreal Tahm Kench Lane spielt, also gegen eine Tank Lane, oder ob er jetzt mit einem Hyper Carry zusammen ist wie einem Jhin, wobei auch Jhin eher so ein bisschen Early Game noch die Pressure mit seinen Spells haben kann, aber Jhin skaliert jetzt auch sehr, sehr gut ins Late Game und das Ganze gegen eine Pressure Lane spielt wie eine Caitlyn Thresh. Also es ist vollkommen egal, was er spielt sehr gerne Träne into Rod of Ages, baut die Träne dann, wenn es geht, in den Stab des Erzengels aus, und dann hat er natürlich mit seinem Support-Item und noch ionischen Schuhen, die er sich dabei kauft, 40% Cooldown Reduction und jede Menge AP. Und darauf möchte ich eben zu sprechen kommen. Denn das Problem an der Sache ist folgende. Ihr müsst erstmal eure Träne kaufen. Die bekommt ihr so Minute 7 bis 10. Ich habe es gestern zweimal getestet. Ist eigentlich ganz nett. Und es ist vor allem auch sehr entspannt vom Mana-Haushalt her. Also du hast nie wieder Mana-Probleme. Denn natürlich mit dem neuen Mana-Flowband haben wir die Möglichkeit, mit einem höheren Mana-Pool mehr fehlendes Mana wieder herzustellen. Alle 5 Sekunden, nachdem wir eben das Mana-Flowband fertig gestackt haben. Und dort ist dann eben auch der Hund begraben. Man hat nie wieder Mana-Probleme. Das ist schon mal ganz nett, doch dafür bräuchte es dann nicht noch einen Rod of Ages dazu, den man dann in Normalfällen mit zwischen Minute 17 und in manchen Spielen, bei ihm habe ich es gesehen, Minute 25 fertig gebaut hat. Und dann ist das Ding noch nicht mal fertig gestackt. Das heißt, dann nochmal 10 Minuten drauf, bis dieses Item seine volle Effektivität hat. Und ihr hört es schon raus bei allen möglichen Sachen, der Träne into Rod of Ages Build, beziehungsweise der Stab des Seraphen, den man ja im Prinzip über die Träne anhalten möchte, ist alles in allem ein skalierender Itemweg und einer, der enorm lange braucht für einen Supporter. Ich habe das dann gestern auch im Stream so ein klein bisschen getestet, habe im Practice Tool mal kurz meine Träne hochgestackt, habe den Rod of Ages hochgestackt und bin dann praktisch auf einen in Anführungsstrichen normalen Itembuild gegangen, den man dann hat. Ich habe noch keinen fertigen Item-Build von Max gesehen, leider Gottes, doch in einem 37-Minuten-Spiel oder was das war, war da noch ein übergroßer Stab zu sehen. Und die einzige Möglichkeit, was er aus einem übergroßen Stab noch machen möchte, ist natürlich Rabadons. Das heißt, er geht einfach auf ein Support-Item. Ist schön für ihn, er geht auf ionische Schuhe, damit ist seine Support-Fähigkeit schon Ende, mehr macht er nicht. Und ansonsten geht er auf Full AP. Wo liegen denn die Vorteile dieses Builds? Natürlich massenhaft Schaden. Wenn man jetzt halt so eine normale Bombe hat, die man da nutzen kann, beziehungsweise Double Bomb, dann macht man gut und gerne mal so um die 1000
200.300 Schaden an einer Puppe, die auch noch 100 Magieresistenz hat. Also ist man potenziell zum Doppelten in der Lage. Also da kann, ich würde mal schätzen, auf dem ADC oder auf dem Supporter kann man fast one-shotten, wenn sie keine weiteren defensiven Items haben. Und da liegt der Hund begraben, denn hier möchte man im Prinzip gucken, ich bin ein AP-Supporter, ich spiele extrem offensiv. Einige Builds, die die Pros uns vorstellen, gehen so ein klein bisschen in die Richtung, dreimal Bombe in der Lane skillen und danach die E-Fähigkeit hochskillen für den Speed-Up. Ähnliches Prinzip, wie ich es euch auch vor 2-3 Wochen im Gott hier in Anführungsstrichen Video vorgestellt habe, bei Sona und Soraka, die praktisch auch erstmal 3 Punkte offensiv gehen und danach defensiv enden. Und da eben ihren Heal dann nach der Laning-Phase hochskillen, ähnliches eben auch bei Zillion. Der Vorteil ist natürlich, wenn ihr zum Skalieren kommt, dann seid ihr bombenstark. Und zwar habt ihr einfach dann die Möglichkeit, extrem viel Schaden zu machen als Supporter. Eure Bomben könnt ihr als Zoning-Tool nutzen und eure Bomben sind auch Zillion-Supportweise gesehen als Scouting-Tool zu nutzen, denn so eine Bombe gibt ein klein bisschen Vision, wenn ihr die in den Busch reindroppt. Das ist schon mal ganz nett. Die andere Möglichkeit ist natürlich, ihr könnt euren Engage-Super unterstützen, Speed-Up auf euren Skana oder was weiß ich was, auf euren Malzahar und der Gegner ist instant unterdrückt und so gut wie tot. Doch das Problem an diesem Bild ist natürlich eben auch die Skalierung. Wenn ihr nicht in der Lage seid, dass ihr euer Team lang genug am Leben erhaltet, lang genug die Motivation behaltet. In der Solo-Queue, in der EU-West-Solo-Queue ist das einfach so schrecklich, wenn man sagen muss, hey, 2-0 Open, Fragezeichen. Ja, was bringt es mir dann überhaupt ein Spiel zu starten, wenn meine Teammates diese Mentalität haben? Dann bringt der gesamte Plan eines Zillion-Picks überhaupt nichts, beziehungsweise nicht auf diesem Item-Build, weil man eben niemals zum Skalieren kommt. Mit diesem Item-Build muss man zwangsweise die 30. vielleicht sogar 35. Minute sehen. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist gerade in einer Mentalität oder in einer Elo gefangen, wo man praktisch diese Zeit nicht im Spiel verbringt, dann würde ich ganz ehrlich sagen, sobald ihr das bemerkt, dass euer Team so drauf ist, wechselt auf einen Supportive-Item-Build, mit dem seid ihr auch super stark. Wenn ihr aber merkt, okay, das kann sich ein bisschen ziehen, das ist ein ausgeglichenes Spiel, dann ist natürlich die Arbeitsweise von Max hier ziemlich geil, denn dann habt ihr im Verlauf auch nicht nur diesen immensen Schaden, sondern eben den letzten Bonus, ihr könnt teilweise euren ADC komplett voll wiederbeleben. Was hat ein ADC so an Leben? Naja, mal 2000 Leben oder sowas in der Art, mal vielleicht 2200, keine Ahnung, je nach Itembild. Aber hey, das könnt ihr komplett wiederherstellen, wenn ihr genug AP habt. Denn die Zillion Ulti hat halt doch eine AP-Verwertung von 200%. Und mit diesem Item-Build, wenn ihr jetzt halt keine besonderen Drachen dazu habt, wie Infernal Drakes und Elder Drakes und fragt mich nicht was, dann seid ihr halt dann doch, wenn ihr die beiden Items vollgestackt habt, euer Support-Item ausgebaut habt, seid ihr etwa bei 500 bis 600 AP. Eine Menge. Und damit eben 200% obendrauf, zack, 1000 200 etwa, sagen wir mal die 600 AP, und auf Stufe 2 habt ihr nochmal eine 850er Basiswert. Das heißt, ihr seid eben, wie gesagt, da in der Lage, 2050 Leben wiederherzustellen, je nachdem, wie viel AP ihr habt. Und das ist dann halt eben auch schon der krasse Bonus, den Zillion feiert, denn der Assassin, der springt praktisch auf euren ADC oder auf euren Carry, möchte diesen One-Shotten und ihr sagt einfach nur, er haut dann beide Bomben auf ihn drauf, auf diesen Assassin, der ja voll damit fokussiert ist, euren ADC zu töten, und ihr belebt erstmal euren ADC wieder und gleichzeitig stunt ihr den gegnerischen Assassin so hart mit so viel Schaden, dass der sich wünscht, nie wieder aus seiner Höhle rauszukommen. Ist natürlich jetzt halt kein richtiges Pro oder Contra. Ich habe euch jetzt halt nur ein bisschen versucht, die verschiedenen Richtungen und Gedanken dieses Item-Builds darzulegen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, eure Meinung dazu in den Kommentaren ist natürlich immer gerne gesehen. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Climben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemüse.